Ich liebe es einfach. Es fühlt sich so gut an. Ich habe voll Lust, schon wieder einen Mann zu schlagen. Ich habe richtig Fantasie so. Ich laufe dahin, dann gebe ich den einen Kick, der klatscht auf den Boden. Ich setze mich auf ihn drauf, dann gebe ich den so auf einen Klatsch, 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 bis meine Hände wehtun. Sobald meine Hände wehtun, stehe ich auf. Und dann gucke ich, bewegt er sich weiter, dann setze ich mich nochmal drauf, dann mache ich weiter. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Bis ich körperlich nicht mehr kann. Wirklich. Ich habe richtig Lust. Ich auch, Matcha. Und du hast keinen Freund oder was? Was sagt Allah dazu? Was? Was sagt Allah dazu, Haram? MashaAllah, ihr werdet alle hier drin, ihr werdet ihr Hodja. Ich sehe aus wie ein Baby. Sehe ich aus, als würde ich jede Wochenende in Disco mein Gött schicken oder sehe ich aus wie ein Baby? Was? Sehe ich aus, als würde ich jede Woche in Disco Gött schicken oder sehe ich aus wie ein Baby? Das sagt doch keiner. Mein Gott, versteht ja. keine Ironie mehr. Was ist los mit euch, Leute? Ich verstehe alles, aber man kann nicht jede Woche in Disco sein Gött schicken und dann aussehen wie ein Baby. Ja. Ja. Das ist Michi, das ist eine liebe Türkin aus Frankfurt. Wohin fährst du gerade? Die will, dass ich Kette anziehe und weiß ich nicht was. Nein, ja? Ich will nicht, dass du Kette anziehst. Alles gut. Wir haben nur geguckt, ob du hast oder nicht. Wohin fährst du gerade? Ich bin gerade in Stuttgart. Ich bin hier in deiner Nähe. Stuttgart ist nicht in meiner Nähe, aber ist okay. Diese 200 Kilometer, halbe Stunde brauche ich dafür. Komm, wir essen zusammen. Pfirsich. Ladest du mich ein? Ja, auf Pfirsich. Ehrlich? Ja. Wo gehen wir denn fürs Essen? Hey, bei Türkische Supermarkt. Selber gemacht? Bei Türkische Supermarkt. Okay, tamam. Von Türke holen wir. Tamam. Wann bist du hier? Nicht heute. Wissig. Hallo? Hier schreibt einer rein, du bist 29 Jahre und zwei Kinder. Sehst du aus wie 29? Du siehst aus wie 21, Habibi. Siehst du? Die lügen. Die lügen. Tinder ist haram. Was sagt Allah dazu? Ich habe kein Tinder. Cindy, ich komme nee, Düsseldorf. Ich habe kein Badu, ich habe kein Luvu, ich habe kein Bigo, ich habe nur TikTok. Du hängst, ich gehe raus, ich komme wieder rein. Tschüss. Warte, jetzt. Der hängt ja, ich muss stream einmal. Ich komme gleich. Warte. Erstmal stehen raus. Geh mal raus, du. Scheiße. Wollen wir uns treffen? Ich muss zur Arbeit gleich. Eigentlich wollte ich mich mit Engelsgesicht treffen. Ja, Mann, ich bin so fett, Moruk. Ich bin richtig fett, Alter. Was ist das? Oh mein Gott, bin ich fett. Scheiße, ich bin richtig fett. Oh mein Gott, bin ich fett.
Glaubt ihr wirklich, ich habe meine Hose ausgezogen? Ich hatte aber nichts mit dem, das ist ja das Witzige. Er sagt selber, dass ich pinkeln war und dass ich ihn angeschrien habe, dass er nicht gucken soll. Ja, nach 3 Monaten erzählt er so ein Märchen und dann sagt er, dass er die ganze Zeit seinen Mund gehalten hat und jetzt aber auspackt. Ay, Alara, ağzından yine bal damlıyor ya, valla. Es tropft aus deinem Mund, tropft Honig. Beide sind gekränkt, beide. Die denken sich, wie kann so eine Frau wie sie mich ablehnen? Wie kann eine Frau wie Chichi, die nichts hat, mich ablehnen? Ich habe nichts, aber ich habe noch Stolz. Wenn er der letzte Mann auf dieser Erde wäre, ich schwöre, ich würde nichts mit ihm anfangen. Bah. Allein die Vorstellung, wie er seinen Wurm so in mich... Ah, geh mal weg. Stellt euch vor, so. So 2-3 Mal so tach, 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 tach. Und dann... Ah, er kann abspielen, was er will. Ja, ich habe das gesagt. Und? Er hat gesagt, du wirst Lügen über mich verbreiten, Chichi. Und ich habe gesagt, ja, auch wenn. Auch wenn. Wenn es sein muss, ja, habe ich gesagt. Ich habe so geweint wegen meiner Leute, weil die mich gehatet haben. Ich habe wegen meiner Community geweint. Ich habe geweint wegen Kadelen und Susu habe ich geweint. Wegen Kadelen, wegen Susu, wegen Mazdok. Wegen denen habe ich geweint, aber nicht wegen Jenkel. Ich habe geweint, weil ich ihm mein ganzes Geld gegeben hatte. Ich habe geweint, Menschen, der nichts hatte, geholfen hat und der mich gefickt hat. Der mich verarscht hat, der mich ausgenutzt hat. Deswegen habe ich geweint. Aber nicht, weil er so toll ist. Wenn ich euch Fotos zeigen würde, mit was für Männern ich mich treffen könnte und ich die ablehne, und wegen meiner Community habe ich so ein Opfer eine Chance gegeben. Aber heute weiß ich, dass Susu und Kardelen nie im Leben was Gutes für mich wollten. Nie im Leben. Allein, dass Susu drüben lügt. Susu lügt einfach drüben und sagt, ich hätte sie nach Geld gefragt, damit ich zu meinen Kindern gehen kann. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bei meiner Tante war, ja, das stimmt, bei meiner Tante, aber ich habe niemanden gefragt. Die Leute haben mir von selber geschickt. Ich frage nie. Danke. Ich habe noch nie nach Geld gefragt. Noch nie.
Doch, ich habe gelogen. Einmal habe ich nach Geld gefragt. Aber ich habe es zurückgegeben, direkt am nächsten Tag. So, aber dass ich Susu nach Geld gefragt habe, ist eigentlich gelogen. Oder ich kann mich nicht dran erinnern. Und ich finde das traurig, dass man sowas behauptet, obwohl da nichts war. Es können zwei Leute, drei Leute können behaupten, dass ich sie nach Geld gefragt habe. Und das war nicht Susu. Ich kann euch sogar sagen, wen ich nach Geld gefragt habe, aber es war nicht Susu. Ich finde das so traurig, dass man sowas behaupten muss, um sich in den Vordergrund zu drängen. Ich finde das echt schade. Dankeschön, Familie ist alles. Boah, ich brauche jetzt eine Cola. Was wollt ihr jetzt von mir? Was wollt ihr jetzt von mir noch? Jobcenter, G2B2 oder so, du kannst kein Deutsch. Ja, Usuch, ja, Eri. Du hast meine Aufmerksamkeit nicht verdient. Du lach nur mal, du. Und wie der guckt. Dankeschön, Leute. Arabi! So, lang, Frau. Wirst doch immer! Was ist los? Was habe ich gehört? Du hast jetzt bei einer Schläge gekriegt? Was habe ich? Bei einer Schläge bekommen, habe ich gehört. Ist da was dran? Junge, warte mal, wenn du wirklich Adam da anlassen kannst, dann dumm, aber unter den Göttern eine Büchelanzeige zockt. Plus, die haben dich so lächerlich gemacht. Guck mal, ich zeig dir jetzt ein Foto, du lachst dich kaputt. Willst du sehen? Willst du sehen? Ja, zeig mal. Wow. Wow. Richtig hübsch, gell? Richtig hübsch, die Dame. Hat mein Klingelschild geklaut, hat sich auf die Stirn gebappt und hat schön gepostet damit. Wow. Meine Schuhe haben die Mülltonne geschmissen und erzählen jetzt, dass ich das selber war? Als ob ich es nötig habe, meine Schuhe in die Mülltonne zu schmeißen? Haben fast meine Tür eingetreten? Meine Katze hatte Angst. Ich hatte Angst, dass sie meine Katze mitnehmen wollte. Aber Gigi, ich sag dir offen und ehrlich, jetzt mal meine persönliche Meinung, meine eigenen Erfahrungswerte. Du benimmst dich quasi so, wie ich mich damals im Facebook benommen habe. Und ich sag dir vor allen Leuten, es ist eine Frage der Zeit, bis du Schläge bekommst. Das wird irgendwann einer wie bei dir. Ist egal, irgendwann kommt einer. Bei mir war es zum Beispiel ein Özgür, der vor meine Tür gekommen ist und mich ins Krankenhaus katapultiert hat. Weil ihm das bis hierhin stand. Und ich verspreche dir, irgendwann taucht bei dir einer auf und macht das mit dir. Dann wirst du aber nicht mehr so eine große Fresse haben. Ich hab Angst. Ja, ja, das, genau das, was du gerade sagst, habe ich auch gesagt. Habe ich auch gesagt. Bis einer gekommen ist, mich ins Krankenhaus katapultiert hat.
Bis einer gekommen ist und mich ins Krankenhaus katapultiert hat. Da will ich mal sehen, wie du dann im Krankenhaus, wie ich mit so einer Fresse. Ich habe schwarze Gürtel. Keiner kann mir was tun. Du hast schwarze Gürtel, deshalb bist du die Treppe nicht runtergegangen, oder was? Ich dachte, die wollen meine Katze mitnehmen und dann kochen und essen. Wie deine Katze? Ja, die wollten meine Katze klauen, deswegen habe ich nicht aufgemacht. Aber du machst mir negative Energie. Ich habe keine Lust auf deine Fitna. Du brauchst wieder Aufmerksamkeit. Das hat nichts mit Fitna zu tun. Du brauchst